Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shisha Plus, dem Shisha-Kanal, den man gerne guckt. Ich bin's, euer Flo, und das ist mein Partner, Yassin. Yo, wir blenden euch als erstes direkt mal in den Kopfbau ein. Richtig. Wir machen es heute noch früher. Genau. Weil wir müssen ein bisschen Zeit rumbringen. Wir rauchen heute mal wieder im Tonkopf. Aber mit dem TRS Diamond Aufsatz, den stellen wir euch vielleicht nochmal vor. Je nachdem, ob ihr Lust habt, ob ihr es sehen wollt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Drei Bricos, Gini Arabica Silver Clear, KS Rauchsäule, No Name irgendwas Liner. Amy Deluxe Acryl Mundstück. Ja, irgendwie sowas. Mit Silikonschnitt. In der Zeit, gib mal bitte den UVP her. Ah, genau. Wir stellen euch heute einen neuen Tabak vor. Genau. Einen ganz neuen. Richtig, das ist der Start Now Polar Breeze. Start Now Polar Breeze, ja. Wie versprochen, die Alternative für Adalia werden wir sehen. Das werdet ihr in diesem Video erfahren, ob es wirklich eine gute Alternative ist. Richtig. 250 Gramm Dose, ist ziemlich groß, die Dose. 14,90 kostet die, genau. Und ja, mal sehen, wie die läuft. Soll so schmecken wie der Ultimate Blue, allerdings ein bisschen besser. Abwarten und Tee trinken. Ja, dann auch schon mal was zum Geruch sagen, während wir hier warten. Prekos macht schneller. So, Geruchstest, also Schnitt, kannst du direkt nochmal nach vorne mal stellen. Ah, ja. Ja, wobei, den Schnitt sieht man im Kopf. Nein, jetzt zeig's. Ihr wisst, wie es läuft. Das sieht man locker nicht, ja? Nee, ist zu dunkel. Junge, dein Zimmer ist einfach zu dunkel. Wir rauchen übrigens in meinem Zimmer diesmal. Daher auch die geile Pfeife. Sowas besitzt der Junge nicht. Nee, ist zu dunkel. Egal, sieht man im Kopf. Sieht man im Kopfbau. Ja. Also der Schnitt? Ja, ist feines Mittel. Ja. Kann man voll mitleben. Ich habe auch noch kein Ästchen gefunden, ehrlich gesagt. Doch. Also es ist ein Blattadern, aber so Ästchen. Gut, okay. Ne, fette Ästchen haben wir da nicht drin, das stimmt. Können wir mal zum Geruch kommen? Erinnert wirklich sehr, sehr stark an die Eisbonbons. Es riecht eigentlich fast identisch wie Blue. Ja, nicht so ganz intensiv, also es ballert eigentlich gleich die ganze Fresse weg. Aber es riecht sehr nach Eisbonbon. Es ist lecker. Also ja. Wenn der so schmeckt, wie er riecht, dann ist er gut. So, sehr, riecht sehr nach Eisbonbon, ja. Polar Breeze trifft das Ganze irgendwie. Also im Sommer werde ich den nur rauchen wahrscheinlich, wenn er gut ist. Ben. Was ist drinne? Angaben, Tobacco. Mach das Handy aus. Ja, und du. Tabak, Honig, Glycerin, Geschmack und irgendwas anderes. Englischkenntnisse schon. Reservatives. Kondome. Naja, auf jeden Fall irgendwas. Ja. Made in. Ich hab keine Ahnung. Wo steht das? Da! Made in. Oh. So, jetzt seid ihr gefragt. H.K.J. H.K.J. Ihr seid gefragt heute. Was auch immer das sein mag. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wer von euch schlau genug ist, das zu wissen. Woher kommt der Tabak? Genau. Wer googelt, hat verloren. So. Schreibt es in die Kommentare. Die Dosen sind auch dicht. Auch einigermaßen stabil. Ziemlich groß auch, da passt einiges rein. Wie gesagt, 250. Stabil, passt nichts. War gut. Ich glaube, wir können ja mal anfangen zu rauchen. Ja, denke ich schon. Ich will ja nicht probieren hier. Okay. Noch bin ich irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem Rauch. Lieber. Müssen die Kurve so hinlegen, dass ein bisschen. Ah, so liegen die gut, genau über den Löchern. Wenn nicht, lass uns einfach einen Sieb nehmen. Niemals. Bei einem Glaskopf würde das richtig geil kommen. Hör, was? Wir labern nicht erstmal wieder zu. Nein. Ja. Also wir haben den auch schon öfters geraucht. Geschmack kommt ja auch schon durch. Schon kühl machen. Ja. Geschmackstechnisch. Scheiße. Wir können das mit dem Rauch so nicht stehen lassen. Weil wir wissen, der hat mehr drauf. Ja.
Übrigens, Glas, das erste Mal als Benutzer bin ich in Deckung gegangen. Hab da nicht so großes Vertrauen drin gehabt. Die wird warm. Ja, aber wird längst nicht so warm wie das Metallding. Also die Metalldinger werden immer wärmer. Ja, mir ist manchmal nach einem Kopf schon richtig heiß, das Teil. Überzeugt mich nicht ganz. Was? Gerade der Rauch. Wir können euch ja nicht so in Ruhe lassen, nämlich ein bisschen labern. Ich trinke jetzt noch was. Ja, man merkt schon, knallt aber schon der Tabak. Ja, also auf jeden Fall ein sehr starker Tabak. Ähnlich wie Ultimate. Ihr merkt auf jeden Fall, dass ihr Tabak raucht. Ja. Dagegen war das gerade eben mehr locker, flockig irgendwas. Genau. Letztes Mal. Genau. Ja, vorher das Hooker Breeze. Wie gesagt, ohne Nikotin. Wir haben den auch wirklich 45 Minuten durchgezogen, ja, bis die Kohle durch war. Und lecker. Es war bis zum Ende Geschmack da. Sehr gut. Der Rauch hat sogar früher seinen Geschmack aufgegeben. Genau. Kann man echt nichts sagen dagegen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Start Now gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Raucht eigentlich so wie der Adala. Ja. Ihr seht schon, ich verkacke sogar den Windschutz. Jetzt kommt er langsam stärker. Kommt er? Auf jeden Fall sehr, sehr lecker das Ganze. Vielleicht schaffen wir es euch nochmal den Rauch zu zeigen hier. Ja. Positiv. Das Problem bei Glas aufsetzen, eigentlich wartet man halt immer 2-3 Minuten, da sich das Glas erstmal aufwärmen muss und der Rest zum Kopf erklären würde ich irgendwann mal. Oder man will das jetzt auch noch schnell machen. Mach so. Packen wir einfach mal 2-1. Start Now, Polar Breeze und den TRS Diamond. Es lohnt sich nicht, das Ganze zu trennen. Wäre ja dumm, wieder so ein 15 Minuten Video für so einen Kopfaufsatz zu machen. Das Ganze hat keine Löcher, sondern unten praktisch sind drei so eine Zapfen. Ist ähnlich wie beim Kalut Lotus. Die sollen leicht den Tabak berühren und dann einfach die Kohlen drauflegen, ein bisschen warten. Das Teil erwärmt sich und gibt darüber die Hitze weiter. Wenn man das so nimmt, ist das sogar gesünder als ein Sieb, da man die Luft, also die Stoffe von der Kohle nicht mit einatmet. Aber Shisha-Rauch ist nicht gesund, Leute. Bla bla bla. Hochhaus. Jetzt raucht er auch ordentlich. Ja. Wir rauchen wie immer mit Diffuser, damit man das im Video, weil wir noch kein Richtmikrofon haben. Was wir uns auch nicht zulegen werden. Naja, doch, überlege ich schon, mal so ein Dings zu holen. Warum nicht? Geht doch. Ist doch nice. Ja. Findet ihr es nötig? Brauchen wir ein Richtmikrofon? Ich finde die Tonqualität von der Kamera ist eigentlich schon ganz gut. Es sei denn, wir rauchen draußen. Das Problem ist da immer, dass die ganzen Scheißvögel, Alter, immer zu hören sind. Richtig nervig. Nur weil die kein Fiat haben. Ja, und der Straßenlärm. Gut, bei dir ist nicht so das Problem auf dem Balkon mit Straßenlärm, aber bei mir halt im Garten. Ja, da fahren die LKW lang und dann ist vorbei. Und halt direkt an der Hauptstraße. Ich wohne hier irgendwie so am Rande von Rudo. Hier ist nicht so viel los, das ist ganz chillig eigentlich. Ist halt ein bisschen doof, wenn man Party machen will. Irgendwas, was ich richtig geil fand, letzte Mal, als wir Bullet gefahren sind, zum Bullet-Shop auf dem Rückweg, haben wir noch einen kleinen Snack gegönnt, ja. Sehr coole Sache, ja. Und da kommt jemand vorbei, erkennt uns im Auto, läuft dran und sagt so, ey, Shisha Plus! Er wollte so direkt ein Foto machen. Schönen Gruß an dich. Ja, Mann, schönen Gruß an dich. War cool von dir. Fand ich richtig geil. Und das so früh, ja. Also wir haben erst, wie viel, 54 Abonnenten und wie viel Facebook-Likes? 43, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und da erkennt uns schon einer und das ist voll geil, finde ich. Also ich habe es richtig gefeiert. Ich habe es erstmal nicht so geglaubt, so wow, hey, warte mal, kennst du den? Nein, ich kenne ihn. Ungewohnt, ja. Ja, war richtig cool von ihm. An dich, wenn du mal Bock hast mit uns zu rauchen, kannst dich gerne bei uns melden. Genau. Schreib uns einfach an. Dann lässt sich das bestimmt organisieren, dass wir mal zusammen Köpfchen rauchen.
überhaupt an unsere Abonnenten auch so und an unsere Facebook-Liker. Schreibt uns an, wenn ihr Bock habt, im Video dabei zu sein. Gerne, wir nehmen euch gerne in unser Video auf. Wir sind da nicht so streng. Richtig. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit dem Video drin sein. Haben wir kein Problem mit. Könnt ihr bei euren Freunden angeben, ich war im Video. Wenn ihr für mehr Abos sorgt, dann wird es besser. Ja, seitdem er das Bild geteilt hat, haben wir auch schon 3 oder 4 mehr Abonnenten, was ganz cool ist. Also fleißig teilen, Leute. Ihr helft uns damit. Wir sind sehr, sehr dankbar für alle Abonnenten. Richtig, motiviert uns auch immer mehr Videos zu machen und so weiter. Klar, also... Bessere Videos. Wir sind schon gut. Ja, sehr minzig schon mal. Ja, geschmackstechnisch. Schmeckt auch, finde ich, wenn man diese Eisbonbons mag, ich finde, der schmeckt schon, kommt gut nah ran, also 90% würde ich jetzt sagen. Ich finde die Dinger total geil. Kommt echt nah ran. Ich habe lange keinen Tabak mehr gehabt, der so nah an die Eisbonbons rankommt. Sehr lecker das Ganze, erfrischend. Ja. Sehr süß auch. Echt lecker. Auch nicht wie der Ultimate, der hat so ein bisschen Bananengeschmack, finde ich, hier kommt nicht so durch, also ist nicht so wirklich. Rauch ist spitze, da geht noch mehr. Ja, mit einem anderen Setup bestimmt mehr Rauch. Ja, wir müssen uns auch erst mit dem TS-Style mit einrauchen. Kommt vielleicht öfters vor, wenn wir den Dreh mal rauskriegen würden. Ich hoffe auch noch. Aber ihr seht, Rauch ist gut. Ja. Top. Was geben wir den Tabak? Ich gebe dem Ganzen 4 von 5. Ja. Sehr, sehr lecker. Im Sommer auch absolut empfehlenswert. Werde ich mir auch nochmal holen wahrscheinlich. Und weitere Sorten werden, denke ich mal, folgen. Also ja, finde ich sehr lecker. Also mich überzeugt, ja. Also ja. Ich sag auch 4 von 5. Ist jetzt nicht der Oberburner, aber 4 von 5 ist schon mal sehr gut. Boah. Wer Bock auf die Eisbonbons hat, holt sich den. Ganz einfach, Start No, gute Marke bisher. Wir haben nur bisher mit dem Tabak gute Erfahrungen gemacht. Sehr gut, Dose dicht, passt, Schnitt, Feuchtigkeit, alles top. Und wir müssen uns hier gerade ein bisschen beeilen. Wir dürfen ja nicht die 15-Minuten-Grenze von YouTube überschreiten. Ja. Ihr hässigen Asus. Den Teil, wo wir nichts sagen, einfach überspringen oder so. Mal sehen. Mal gucken. Wenn nicht, müsst ihr vorspringen, mir egal. Obwohl, uns hört man bestimmt doch gerne zu. Denke mal, das war's dann. Ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.